Grüßt euch und herzlich willkommen zur nächsten Holzfuchs-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob man es am Video erkennen kann, aber wir haben mal wieder Schweinewetter, wie so oft in diesem Sommer. Also die schönen Tage waren sehr rar. Aber natürlich ist bei diesem Wetter prädestiniert, dass man in der Werkstatt arbeitet. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, es geht heute wieder weiter mit dem Forstkran. Ich habe ein bisschen was ohne euch machen müssen. Ich habe beim letzten Mal Kamera nicht dabei gehabt und habe jetzt einfach die Oberlenkerhalterung oder die Oberlenkeraufnahme ohne Kamera angebaut. Ich zeige es euch aber dann gleich, was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und ja, heute gehen wir dann weiter mit den Unterlenkeraufnahmen. Auf einer Seite habe ich bereits eine Aufnahmelaschen geheftet. Jetzt aktuell muss ich aufs Gas warten, weil mein Schutzgas ausgegangen ist. Meine Frau kurz damit beauftragt, dass er Gas für uns besorgt, damit wir dann weitermachen können. Genau, also am Ende dieser Folge soll eigentlich der Forstkran dann hinten am 80,6 befestigt sein. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei, dürft mir gerne zuschauen. Viel Spaß! Ja, das ist jetzt die Oberlenkeraufnahme geworden. Ich habe da praktisch zwei so Knotenbleche genommen und habe damit das Vierkantrohr in der Mitte fixiert und ein bisschen verstärkt. Hinten auch noch mehr Knotenblech, damit sich das da ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, auf die Karosse überträgt, auf den Rahmen vom Kran überträgt, damit da wirklich die Kräfte sauber aufgenommen werden. Und habe dann da für die Bolzenaufnahme zwei Laschen eingeschweißt. Das ist direkt noch ein bisschen warm. Genau. Da ist dann der Oberlenkerbolzen, der die Oberlenkerkugel hält. Und das wird jetzt die Unterlenkerlasche. Da kommt jetzt im Endeffekt dasselbe Gegenstück da nochmal her. Kommt da auch ein Bolzen durch. Und da dann die Unterlenkerkugel. Auf der Seite habe ich noch ein Stück U-Stahl angeschweißt mit zwei Löchern. Da kommt dann später so ein Pfosten zur Stütze, genau, zur Abstützung, damit man abstellen kann. Damit er sicher steht, wenn er quasi am Traktor abgehängt ist. Ja, genau, das war jetzt der Stand. Soweit bin ich gekommen. Und ab jetzt seid ihr wieder dabei. Wie gesagt, bin jetzt gerade dabei, dass ich die zweite Lasche noch herrichte. Bis jetzt gebohrt. Ja, wenn dann das Gas da ist, dann kann ich es wieder schweißen. Diese Bohrer, die ihr da seht, die hat es neulich bei einem Discounter gegeben. Und ich muss echt sagen, bin wirklich überrascht. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Discounter-Werkzeugen, weil sie meistens, auf gut bayerisch gesagt, ein Klumps sind. Also sehr, sehr begrenzt brauchbar. Aber der Bohrer, dieser Bohrer mit Durchmesser 28, der hat das eigentlich recht zuverlässig ausgebohrt. Schauen wir mal, wie lange das er hält. Aber war jetzt auch nicht so teuer, wie ihr euch vorstellen könnt. Bei den Discounter ist ja das immer relativ günstig. Also da ist jetzt auch nicht viel hin. Ja genau, das ist der aktuelle Stand. Jetzt machen wir weiter.
beim Heften immer die Armgurte zumal. Aber ihr macht das sowieso immer mit Helm, gell? Und Schweißschirm. Schaut euch ja von mir keine Arbeitssicherheitsbeispiele ab. Wenn ich auch an vieles mich halte, aber alles ist nicht sicherheitskonform. Nicht nachmachen.
So, es ist vollbracht. Die 3-Punkt-Aufnahme ist fertig. Ich habe jetzt die Abkühlphase noch ein bisschen genutzt, habe dabei den Werkstoff ein wenig zusammengeräumt, zusammengekehrt. Ja, weil es war ziemlich viel Metallstaub einfach von der Flexerei. Herin, man hat es gesehen, wie man sie hinlegt. Drehen ohne Ende. Jetzt bauen wir die Bolzen noch ein, dann holen wir den dicken, dann hängen wir mal an. Dann schauen wir mal, ob es passt. Ich vergieße wieder aus, den Radio ausschalt. Ich hoffe, euch stört es nicht. So, jetzt hängt er. Ein weiteres großes Stück ist geschafft. Obwohl da viele Unwägbarkeiten dabei waren, weil ich ja vorher keine Konstruktion nicht machen habe können. In Form von einer Zeichnung, weil ich nicht genau gewusst habe, wie es mit dem Rahmen ausgeht. Ist trotzdem ganz cool geworden. Ich zeige es euch. Also wie ihr da seht, die Aufnahmen der Lenker ist sehr gut geworden, finde ich. Man hat auch da in dem Bereich zwischen Schutzblech und ja, dem Blech vom Kran ein bisschen Platz gewonnen. Auf der Seite sollte dann später der Aufstieg kommen. Und da in dem Bereich sollte dann die Steuereinheit entstehen. Und auch der Hydrauliktank muss fast da an der Stelle noch irgendwo mit untergebracht werden. Müssen wir mal schauen, wie es hier ausgeht. Die Hydraulikpumpe kommt dann da in dem Bereich. Auch da muss ich mal schauen, auch mit der Zapfwelle, wie sich das dann von unten ausgeht. Muss man mal anschauen, mal nicht drauflegen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die Aufnahme ist wirklich sehr gelungen. Ich zeige es euch jetzt mal von hinten. Oh. Ist ein bisschen außer mittig natürlich, ist klar. Aber es muss ja da der Ausleger noch her. Nein, ich finde es spitzenmäßig, muss ich echt sagen. Weiß ich nicht. Wie findet es ihr? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall ist von diesem Projekt ein sehr großes Stück geschafft.
Ja, wie geht's weiter? Als nächstes werde ich da nochmal den Hydrauliktank und die Pumpe positionieren müssen oder dürfen. Und dann schauen wir mal, wie es sich ausgeht. Dann kommt der Bedienstand noch dazu und dann wird er hoffentlich bald wieder laufen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, freue mich immer. Auch über jedes Abo, wenn es mal eins da lasst, ihr verpasst kein Video mehr von mir. Das verspreche ich euch. Jetzt wird es auch wieder regelmäßiger werden. Und ihr wollt doch sicher alle wissen, wie das mit dem Forstgrenner ausgeht. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt gesund und bleibt mal gewogen. Euer Holzfuchs. Für euch!